Hallo Leute, da schauen wir uns mal nach 2 Wochen mal das CPO-Becken an, wie es jetzt aussieht. Ja, da schwimmen ein paar, was ist das, Lotusblätter rum. Genau. Ja, und Nachwuchs wächst heran und wird immer größer. Hornkraut wird auf jeden Fall sehr besonderen Farbstich von Orange bekommen später durch das Licht. Hab hier eine zusätzliche kleine Lampe hier gemacht und die andere hier, diese Dings, die Röhren sind schon drin. Hab jetzt die große Lampe weggenommen darüber, hab das einfach so gemacht, doch mit dem Deckel, weil die Farbe einfach angenehm ist und für die Tiere auch. Und die sich da wohler fühlen, wenn es so in den Farbton ist sowieso. Das sieht man ja auch daran, dass die auch oranges Licht so ist. Da hinten ist ein Baby. Das ist keine Mami, das ist kein Papi, das ist ein Baby, hat sich heute gehäutet und sieht schon groß, ist schon über 2 cm jetzt, auch sehr groß geworden endlich. Na, bin schwer zu erkennen. Aber man hatte gesehen, da hat sich was bewegt. Genau. Dann gucken wir weiter. Da sitzt ja auch noch einer. Und zockt wieder rum, wenn er mich sieht. Ist klar, will auch. Ach, da kommt noch ein kleines Baby dazu, ein ganz kleiner, sitzt daneben, ganz in hell noch, noch voll unbeholfen. Ach, in der Schüssel ist gerade auch ein Krebsbaby, geht gerade unter den Lotusblatt. Da sitzt noch ein Krebsbaby am Rand oben drauf, sieht er das? Naja, hier ist was los. Der eine schiebt den anderen, der eine stochert da am Bodengrund rum. Der eine springt mit dem Kopf in die Schnecken hinein und geht Schnecken duschen oder so oder baden, in den Schnecken baden. Hier oben sitzen 2 wieder, auch Babys. Wachsen alle sehr prächtig, wegen den Farben, wegen dem Futter. Es gibt kein Tetra- oder Sera-Futter mehr, nur ganz selten einmal in der Woche, dass die Tiere nicht sterben, weil dieses Futter ist nicht angenehm für Tiere. Ist nur angenehm für Tiere, die viel Nährstoffe und viel Proteine brauchen, aber Übermaß. Und da kann man das Sera oder Dings Futter nehmen, aber nicht für Garnelen oder für Krebs und so. Das ist alles schlecht für die Häutung. Die kommen dann nicht aus ihrer Häutung raus, ersticken ihre Häutung, weil sie zu schnell gewachsen sind. Und da gibt es gar kein Streitthema. Das ist so, wenn man Ahnung hat und es festgestellt hat, das ist ganz klar. So, ja, aber wir wollten ja mal schauen, wie es aussieht jetzt hier. Hat sich eben prächtig entwickelt. Hornkraut ist total aufgegangen, wie man sieht, also in allen Richtungen. Sehr angenehm. Kann so weitergehen. Ja, ein paar Pflanzen vielleicht, da ist eine Wasserpest noch hinten reingemacht. Dann nochmal so eine Valeria. Die muss mal wachsen. Ein bisschen für hinten die Pflanzen. Ich will da nämlich eigentlich gar keine verschiedenen Pflanzen drin haben. Oben haben wir ja noch an der Wasseroberfläche diese kleinen Entenkraut da. Aber wie gesagt, lieber eine Pflanze und Schwimmpflanzen und Bodengrund nur mit Blätter. Und eigentlich auch kein Kies normalerweise. Ohne Kies und nur Blätter, aber das geht gar nicht, weil in der Natur gibt es ja keine Orte, so, wo nur Blätter auf dem Boden liegen und nur Hornkraut ist, glaube ich. Ja, ein bisschen Sand ist ja auch ein bisschen drunter. Aber Sand ist nicht so mein Ding, weil Sand stinkt zu viel, wenn man es auffüllen sollte. Und ja, kann eben das Becken, ist ein bisschen anders, komplizierter. Gut, das war's. Wollte mal nach 2 Wochen mal wieder ein Update geben hier sozusagen. Angenehme Momente gewünscht.